bei Gelegenheit einen Blick rüberwerfen, was auf den anderen Boards los ist, damit ihr möglichst breit aufgestellt seid. Stattdessen hier Ole Holtkamp, sicheres Checkout, 52 Punkte in zwei Darts über die Bühne gebracht, der deutschen Super League. Und da waren aber auch einfach einige Jahre dazwischen, in denen Max Hopp auf anderen Wegen qualifiziert, weil diese Super League gar nicht spielen musste. Max, you require 48. Wahrscheinlich über 16 für Doppel 16. Genauso. Game ja, und mit the dem second leg. 18. Dart dieses Legs ist er dann third zur Stelle, holt sich den Ausgleich. Game on. Die Doppel 12. Ole, you require 32. Und Holtkamp kriegt die nächsten Chancen auf der Doppel 16. Die hat bei seinem ersten Leggewinn sofort funktioniert. Game hier tut er sich ein bisschen schwerer. Ole, aber der dritte Dart fourth auf Doppel, der ist es dann. 2:1 Führung Game on. Für den 24-Jährigen, für den deutschen Meister. Das werden wir häufiger sehen an diesen Tagen hier von Niedernhausen. Wenn dieser erste Dart passt bei Max Hopp, wenn der gut in der Triple 20 steckt, dann ist er da eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Dann gelingt ihm das häufig nach dieser 100, aber realistisch betrachtet sollte es hier in wenigen Momenten 2:2 stehen. Genauso ist es mit dem ersten Dart, der Maximizer zur Stelle, 2:2. Hier bleibt weiterhin alles in der Reihe. Wir haben noch kein Break gesehen. Auf die 120 Punkte und die muss man dem Maximizer durchaus zutrauen. 120. Wieder lässt Holtkamp hier Darts aus. Und der erste Dart passt perfekt. Single 20 für die Doppel 20. Kommt er vorbei? Game jawohl. Perfekt ausgeführt. Erstes High Finish dieser Partie. Six leg, it's 18 Darter von Max Hopp zum Break. Wiederholt. Das werden die nächsten 48 Stunden zeigen. Fast ein bisschen zugenommen von Max Hopp. Startet Tourcard-Holder Ricardo Petrezco in Top-Manier in dieses Turnier. Gewinnt 6:0 gegen Christopher Thon. Das macht er gegen den Debütanten kurzen Prozess. Ja, der Maximizer nicht begeistert von diesem ersten Dart. Steckt er vielleicht Game sogar ein bisschen im Weg. Nein, Max Hopp. Max Hopp, bald die Faust. 4:2 Führung. Ole to throw first. ...180 für Max Hopp. War vielleicht ein kleiner Matchstart. 56. Holtkamp, die 16 hat er. Doppel 20. Oh, der ist relativ weit weg. Das ist kein Marker. Game kann er aber trotzdem nutzen. Leg. Und da zeigt er auch Reaktion. Da kommt ja, der kleine Ausruf von ihm. Eighth leg, it's Max to throw first. Gerade eben schon ein Dart auf der Doppel 16 75. verpasst. Da hat Holtkamp das ausnutzen können. Holt er sich hier das Break und bringt dieses Spiel wieder in die Reihe. 58 Rest, 18 für Tops. Jawohl, das ist ein starkes Finish von Ole Holtkamp. Sind zwar in Anführungszeichen nur 75 Punkte, aber das sind die wichtigen Finishes. Die, die du holen musst. Und der gleiche Score, den gab es auch zwischen Lukas Wenig und Jonas Aplowski in Gruppe D. Lukas Wenig mit dem 6:2 Erfolg dort. Also 180. Dort klare Ergebnisse in den anderen drei Gruppen. Hier bleibt spannend. Max, you require 52. Finish steht für Ole Holtkamp, aber kommt er da nochmal dran. So, die Doppel 16, die hat Max Hopp in den letzten beiden Legs je einmal verpasst. Game hier shot ist er zur leg. Stelle, kann Max den Marker Hopp. Nutzen. Ja, das Doppel steht. Max Druck ist da 40. bei Max Hopp, aber er kriegt trotzdem hier die Matchstarts 2, 3 und 4. Game shot und the match. Der dritte, Max der Hopp. Ist es dann. Das ist der 6:4 Erfolg für Max Hopp in der ersten Partie. Der Gruppe C setzt sich hier durch gegen den Debütanten, gegen Ole Holtkamp. Und hier im Stream geht es dann gleich weiter mit der Partie, mit der nächsten Partie in der Gruppe.